Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing-Video von mir, denn ich möchte gemeinsam mit euch dieses richtig schöne Fashion Girl öffnen und aufbauen. Also viel Spaß und los geht's! Ja, hier könnt ihr jetzt auch schon das Set sehen. Dieses Set hat die Nummer 70596 und da kann man auch schon diese Frau sehen. Sie trägt ein richtig schickes Outfit. Außerdem hat sie dann hier noch ein grünes Kleid, da noch eine Tasche, ein paar Sandalen. Und auf der Rückseite können wir noch die ganzen Einzelteile sehen. Sie hat also zwei Röcke, ein Kleid, zwei Sandalen. Und ja, hier noch so eine Box, eine Tasche und ja, noch ein paar Kleinigkeiten. Aber ich würde sagen, wir machen das Set jetzt mal auf und dann können wir es auch schon aufbauen. Ja, hier gibt es eine Tüte und auch noch ein paar Sticker. Außerdem gibt es hier auch noch so einen Karton. Daraus basteln wir uns dann diese eine Kiste. Und natürlich gibt es auch noch die Anleitung. Zuallererst fangen wir dann mit der Frau an. Sie bekommt als erstes hier diesen rosanen Rock. Da kommt aber auch erstmal ein Sticker drauf. Und zwar hier dieser. Tada! So sieht es dann aus. Diesen Rock darf die Frau jetzt natürlich auch noch tragen. Und wow, das sieht ja richtig schön aus. Als nächstes kriegt sie dann auch noch zwei blaue Armbänder. Einmal links und hier rechts. Dann darf natürlich noch diese pinke Kette nicht fehlen. Und natürlich auch noch diese blauen Sandalen. Wow, die sind ja richtig schön. Also da vorne haben sie so eine Schleife und ja, die gefallen mir sehr gut. Außerdem hat die Frau hier auch noch ein paar Extensions. Damit können wir jetzt ihren Pferdeschwanz ein bisschen verlängern. So sieht es jetzt aus. Aber sie kann natürlich auch eine blaue Kette tragen und keine Extensions haben. Die Kette sieht dann so aus. Und außerdem hat sie dann auch noch pinke Sandalen. Die darf sie natürlich auch tragen. Also die haben auch hier vorne so eine Schleife. Wenn sie aber mal keine Lust hat, dieses Outfit zu tragen, kann sie dann natürlich auch ein grünes Kleid anziehen. Dieses hier. Dafür gibt es dann auch noch diese zwei Rosen. Da kann man sich, glaube ich, zwischen einer der beiden entscheiden. Welche sieht schöner aus? Also entweder diese rosa Rose oder diese weiße. So, ja. Ach, ich finde beide Rosen schön. Lassen wir jetzt einfach mal die weiße Rose. Die Frau darf dann jetzt natürlich auch noch dieses Kleid anprobieren. Tada! Das sieht doch auch richtig schön aus. Und mir gefällt die Farbe auch voll gut von diesem Kleid. Aber dann gibt es noch einen blauen Rock. Der kriegt dann auch hier noch einen Gürtel, nämlich diesen Sticker da. Tada! Diesen Rock darf sie natürlich auch anprobieren. Wow, das sieht doch auch richtig schön aus. Zum Schluss gibt es dann noch diese Box hier. Die müssen wir jetzt zusammenfalten. Das wird jetzt etwas dauern. Wow, das sieht ja richtig cool aus. Und das kann man dann auch auf und zu machen. Und dann kann man da auch so Sachen reinmachen. Wie cool. Außerdem gibt es dann auch noch hier diese rosa Tasche und es gibt auch noch hier diese gelbe Tasche. Da können jetzt auch noch ein paar Sticker drauf kommen. Aber es gibt auch noch diesen Sticker und ich entscheide mich jetzt für diesen hier. Tada, so sieht dann die Tasche aus. Da kann man dann auch so Sachen reinmachen, zum Beispiel eben diese kleinere Tasche oder diese Kette hier. Und ja, das war's auch schon mit dem Set. Also ich finde es richtig schön. Ich finde die Klamotten richtig toll. Und vor allem auch die Farbe von diesem Kleid ist richtig schön. Ja, Leute, das war's
Kommentare zu dem Video. Also ich finde dieses Set sowas von schön. Die Klamotten sind richtig hübsch. Und die Sandalen sind auch echt toll. Ich hoffe aber auf jeden Fall sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!